Na, was wird denn hier getuschelt? Prinzessin Charlotte und Prinz George können sich beim Quatschmachen wohl nicht zurückhalten. Aber von vorne. Zum allerersten Mal zeigt sich die komplette Cambridge-Familie auf dem roten Teppich. Hand in Hand schreitet die fünfköpfige Familie ins Londoner Palladium. Kurz vor Weihnachten nehmen William und Kate ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu einer besonderen Pantomime-Aufführung mit. Mit der Veranstaltung wird Menschen aus systemrelevanten Berufen und ihren Familien für ihre phänomenalen Bemühungen in diesem Jahr gedankt. So zeigt das bekannte Londoner Theater die Aufführung Pantoland, die die royale Familie aus ihrer Loge heraus verfolgt. Doch allen voran können zwei kaum stillhalten. Ganz aufgeregt redet Prinzessin Charlotte mit Mama Kate und beugt sich dann nach vorne, um noch besser sehen zu können. Was passiert denn da auf der Bühne? Auch Prinz George kann nicht still sitzen bleiben und lehnt sich zu seiner Schwester. Als die beiden königlichen Sprösslinge dann wieder auf ihren Plätzen sind, geht die Tuschelei los. Hier herrscht Flüsteralarm. Prinzessin Charlotte hält sich ihre Hände an den Mund, damit auch nur Bruder George ihren Worten lauschen darf. Ein zuckersüßer Moment, die Geschwister verstehen sich. Aufgeregt und voller Freude klatscht die Fünfjährige in die Hände. Bei so viel Spaß war die Aufführung ein voller Erfolg.